Wir sind wieder zurück bei DayZ und wir haben richtig Probleme. Da vorne sind zwei oder mehr Spieler, ich weiß es nicht. Ja, was machen wir, Freunde? Ich versuch's gerade, die wegzuholen. Wo war denn der eine Spieler? Ich weiß das immer noch nicht. Ah, guck mal, Tobi, guck mal über die Mauer. Bonze, das bist du, ne? An der Mauer jetzt, ja? Ja. Pass auf, die stehen ja genau, die können dich sehen, die können deine Beine sehen, Bonze. Hey, Tobi, wir können's versuchen, ne? Weiß nicht. Seh die halt noch nicht, das ist das Problem. Tobi, guck mal, du siehst doch, wo, wir gucken, da unten, da kommt der, da kommt einer. Aufpassen, Tobi. Ich seh einen, Moment. Die laufen gebückt, ne? Ja. Ich schieß. Einen Moment. Die laufen zurück. Ich hab Warnschüsse nur abgegeben. Hier, Tobi, guck mal, du siehst doch geradeaus das Krankenhaus, ne? Unten am Ende der Straße. Ich hab einen gesehen, ich bin direkt auf der Da sind die, links von der Mauer. Da ist links eine Mauer. Da siehst du da, guck, da läuft der. Siehst du? Okay, Major, der geht raus aus der Mauer. Einer geht rechts rum und einer. Okay, ich hab ihn gesehen. Ich seh's, das ist der mit der Schrotflinte. Alter, ich kann nicht schießen. Hab einen, der ist tot. Der zweite ist auch da, warte. Okay, der mit der Shotgun, Tobi, los, drauf. Der steht hier. Der zweite ist auch tot, hab zwei. Oh, da ist noch einer, rennt noch einer am Krankenhaus. Am Krankenhaus, ne? Okay, warte. Der ist hinterm Krankenhaus, los, flankieren. Jo, gehst du rechts um, ich geh links um, Dennis? Major, bist du das hier? Ich bin schwarz, komplett schwarz bin ich. Ja, ich seh dich. Hier, Tobi, pass auf, ne? Der wird jetzt außen an die Mauer gehen wahrscheinlich. Jo. Ja, dann werde ich Er kriegt, das ist der Bronze, der auf dem Boden rumkriegt, oder? Ja. Bronze, der muss hier, ist einer noch mit einem grünen Rucksack? Ich bin beim Bronze. Müssen drei Stück sein, Leute. Ne, zwei sind tot, ich sehe einen noch mit einem grünen Rucksack. Mach Q und E. Pass auf, Bronze, der ist hier. Der ist an der Mauer ziemlich weiter oben. Ja, der liegt da hinten. Vorsicht, Dennis. Wo? Direkt bei der Mauer. Ich seh's, Hinter dem Krankenhaus. Okay, ich kann ihn flankieren. Oh, der hat eine Mosin. Hab ihn. Schön. Tot, Bronze, ne? Nee, warte mal. Der ist runtergerutscht, Alter, bei mir ist der tot. Ja, achso, der ist runtergerutscht, ne, ja. Ja, der rutscht hin? Hier runter, schön. Der rutscht, jo, alles klar, super. Können das alle? Kurz, Leute, jetzt alle Leichen abchecken, ob die auch tot sind, bitte. Alle. Ich weiß gar nicht, wo welche liegen, ey. Wer ist das? Einer lootet, bitte. Ich brauch die Mosin-Schüsse, geil, Mann. Das ist auch der Clan gewesen. Ja, stellt euch, ergebt euch, Mann, nicht mit uns, Leute. So schnell geht das. Ja, super, Leute, drei Stück weg, zack. Meint ihr, das waren alle? Ja, das waren alle. Alter, hier ist noch ein Longscope. Habt ihr beide einen Longscope? Ja. Mosin-Munition, Leute. Mosin können wir immer gebrauchen. Ja, ich hab jetzt genug, glaube ich. Hier ist ganz viel Mosin-Munition bei dem Typen, aber die ist alles kaputt, ne? Tobi, ich sag mal direkt für dich, was du so gebrauchen kannst, ne? Ja. Obwohl, alles ist ruiniert, der. Nimm mir das Magazin aus der MP5 raus. Bei dem kannst du nichts gebrauchen, dann war einer noch hier. Ich hab ein rotes Armband jetzt, ja, damit ihr es wisst. Nice, Leute, Alter. Ja, sorry, aber wir haben denen natürlich angeboten, dass sie ihre Waffe droppen, haben sie ja nicht gemacht. Ja, wenn du jetzt nicht dafür entschuldigst, was für sorry, Alter. Nee, man muss es natürlich auch mal recht euch, haben die gesagt. Achso, ich versteck mal die Leiche, ne? Die hintere, ne? Ja, wenn ihr alles habt und gelootet habt, alles okay. Tobi, du musst halt immer gucken, ob etwas ruiniert ist, einfach mit der Maus drauf, ne? Dann steht halt ein Zustand. Das mit der Canteen hier, die habe ich jetzt mitgenommen, die ist okay, oder? Pristine steht da. Ja, ist okay. Gut. Ah, super. Okay, ich versteck die Leiche hier. Will jemand die Mosin haben? Nein, ne? Nee, ich hab da die Munition und so rausgenommen. Die Leiche ist versteckt. Können wir auch verstecken eigentlich hier. Obwohl, da war ein Quick... okay. Und du bist fertig? Sorry. Scheiße. Warte, Job, da ist noch Munition drin. Warte. Ah, ist schon zu spät. Okay, wir sammeln uns am Tor, ne? Ah, ich sehe euch. Jo. Okay, ich bin das hier mit der roten Armbinde, ja? Merkt euch das. Habt ihr die Leiche hier nicht versteckt? Doch, ich hab aber die verschwindet gar nicht. Nee, eine Shotgun-Leiche müsste noch hier sein. Aber ja, die müsste irgendwo hier liegen. Aber ganz ehrlich. Die müsste irgendwo hier vorne liegen. Ja, die juckt mich gerade eigentlich gar nicht. Komm, lass weiter. Binubisch, also sorry, aber... Binubisch? Warum? Binubisch, die sich angestellt haben. Die sind ja quer hier rumgerannt und alles. Nee, obwohl, der andere war schön am Schleichen da hinten, ne? Also ja, gut, ist, ganz ehrlich... Wir haben das halt gemacht. Auch nicht schlecht gemacht, ne? Wir haben die von links und rechts flankiert. Genau, wir haben das super gemacht. Die wussten ja auch nicht, wie viele wir sind. Die hatten uns überhaupt nicht auf dem Zettel, also wir außen, jetzt Bronze, Major und mich. Ja, lass mal hier weg. Aber Tobi und Dennis haben die auch gut abgelenkt. Naja, das war ja der Sinn. Das war ja der Sinn. Gut Job, Leute. Dennis, wir sind Kanonenfutter. Bin hier. Ja, nee, aber ich meine nur, die haben sich vielleicht ein bisschen dann halt auf den Spieler konzentriert, der bei euch war. Bronze? Alter, das Problem war, Dennis, der stand zweimal vor mir, ne? Und meine Waffe wollte nicht schießen. Aber krass, dass du die direkt beiden wieder weggeholt hast. Ja, könnt ihr beim Major auf jeden Fall auf dem Kanal sehen. Ja. Wie der Major da rasiert, wenn alles gut geht. Ja, ne, kann man ja mal sagen, weil die Leute fragen ja immer. Und der Tobi und ich haben den Typen da auch super weggeholt. Ich glaube, der Tobi hat den geblendet mit der pinken Jacke.
Oh, richtig geil. Ja. Ja. Aber siehst du, Tobi hat mich noch am Leben gelassen. Irgendwann. Na, dann ist so, ich komme, wenn du nicht mit rechnest. Die Baracke ist hier ungelootet, Leute. Lass mal hier eben looten. Okay, ich geh mal da rein. Aufpassen, nicht da jeder Tür kann einen sitzen. Ihr kennt das ja, ne? Ich mache alle Türen auf. Oh, ja, Alter, guck, siehst du, hier ist ein Trommelmagazin, Mann. Hat jemand eine AK-1? Ich hab AK-74, ey. Schade. Ich bin mega durstig. Ja, da vorne ist ein Brunnen. Wir können eigentlich mal weiter. Ja, ich hab, warte mal, hab ich nicht Trinken von dem geklaut? Der hatte noch... Nee, Trinken habe ich nicht. Ich hab eine Dosen. Wo seid ihr denn? Was für eine Action hier, ey. In der Baracke. In der Baracke. Hallo Bronzi. Ich hätte ja so Tobi, geil gefunden, wenn der Tobi wieder gesagt hätte, ich guck mir das mal an. Alle drei weggeholt. Ja, die AK-74 Scope. hat keiner von euch eine AKM? Tobi, was hast du für eine Waffe? AK-74. Und das Trommelmagazin, aber keiner hat AKM, ne? Bronzi, hast du Trinken? Gönn dir aber was. Nee, ja, ich hab jetzt gerade den letzten Schluck. Brunnen, Leute, komm. Boah, ich bin fast am Abnippeln, ey. Okay, ja, guck mal, ich hab was. Ich hab eine Canteen. Ich hab's. Ja, klar. Nimm mal die Armbinde ab, oder? Weil dann wissen wir, dass wir alle keine Binden haben. Das ist eigentlich besser. Denk dran, Pfirsich füllt auch auf, ne? Ja, ja, oder Erdbeeren. Soll ich die Armbinde Spaghetti abnehmen? Erdbeeren. Sieht cool aus. Ja. Kannst du aber auch abnehmen. Wie du willst. Curry, wo bist du denn? Ich bin gegenüber von der Straße. Wo ist denn der Brunnenmajor? Oh nein. Jetzt bin ich der Walle. Okay, ja, dann let's go, Major. Zeig uns mal den Brunnen. Ja, go, komm. Zeig uns den Brunnen. Major. Da geht das schon mal gut los hier, die Aufnahmesession heute. Ja. Der Tobi gefesselt. Ja, super. Super Leistung. Dennis, hast du echt gut gemacht. Kann man schon, der sich nicht bewegt hat, ey. Ja, ich würde den Tobi aber nie wieder fesseln, ne? Boah, das ist echt schlimm mit meinem Gewissen, weil ich weiß, ich kann jetzt jeden Moment eine Kugel erwarten, ne? Ja. Scheiße, ne? Tobi, ey, boah, es tut mir. Alter. wie so ein Wender, ey. So ein Pfannenwender. Ja. So, endlich mal wieder schöne Performance. Warte. Wir laufen falsch. Ich hab voll die Orientierung verloren gerade. Major noch voll im Adrenalinrausch. Ja, wir wollten eigentlich so machen, dass der Major mal seine erste Ammoderation macht, aber er war zu aufgeregt, hat er gesagt. Ja, nee, das Ding war, wie gesagt, ich hatte Probleme mit meiner Waffe, Alter. Kam gerade gar nicht klar. Und ja, aber holt erstmal trotzdem zwei weg, so weißt du. Aber ich habe auch mal wieder endlich einen getötet. Auch wenn man sich darüber nicht freuen soll, weil der sie soll ja immer noch friendly teilweise auch sein, aber das ist ja ein guter alter Mythos. Ob der Tobi das jemals erlebt, dass jemand mit ihm redet im Spiel oder die Leute. Hat er mit euch gesprochen oder nicht? Er hat gesagt, stellt euch. Ja, ist doch geredet. Ja, ja, und dann habe ich ihm ja die Möglichkeit gegeben. Einen Moment, das brauche ich. Da habe ich ihm ja die Möglichkeit gegeben, sich zu stellen, dass wir zu viert sind und er hat es ja nicht gemacht. Buschen da raus. Fand ich aber gut, dass der Curry den anvisiert. Ach, guck mal, Alter. Hier wurde ich vom Sacherzar gefesselt, genau hier an diesem Zaun. Hier. Genau hier saß ich, das weiß ich noch. Das kann gar nicht. Alter, ich saß genau hier. Nee, warte, hier hinten. Ich glaube nicht, dass das die Stadt war. Gut, doch, dass sie bei der sie nie irgendwie Texturen wiederholen oder so. Nee, aber ich kann mich dann hier an der Gegend erinnern, mit dem, dass der Hügel hier hochgeht und alles. Braun im Haus. Ist hier Devil's Castle in der Nähe oder so? Nee. Pavlovo ist das. Nee. Leute, warte mal. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Von welcher Seite sind wir jetzt aus der Military Base raus? Nee, ist richtig, okay. Sollte das ist Pavlovo, oder? Ja, ja. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir in Niemandsland hier jemanden treffen. Ja. Niemandsland, PvP-Zone. Ja, unser Ziel ist ja, wie gesagt, Nordwest-Airfield immer noch. Und mal schauen, ob da noch was abgeht. Oh ja, klar. Ich bin noch irgendwo ein Zombie. Zombie aufpassen. Von hinten. Und die Performance in der Stadt ist mal wieder... Ja, ja. Das ist... So ein Traum. Ja, und bald kommt ja DayZ Update 0.55 raus. Und das soll sehr, sehr viele neue Sachen haben. Zombie-KI, es sollen Zombie-Horden geben. Man kann sich an Zombies jetzt... Jo. ...ranschleichen und so weiter. Mit dem Soundsystem haben sie da gearbeitet und so. Aber ist natürlich erstmal buggy. Voll gespannt. Zombies in der Nähe. Die sollten nicht mal was gegen die Performance machen, meiner Meinung nach. Ja. Da soll ja ein neuer Renderer kommen. So. An der kommt. Also Tobi, guck mal, die Regel ist, wie gesagt, du solltest im Inventar immer stehen haben, Hydrated und Energized. Ja. Hydrated ist halt trinken und Energized essen. Wobei auch manchmal Pepsi und so Energized halt noch auflevelt, aber... Oh, wie fülle ich denn da mein Getränk auf? Ist ja klar, Pepsi hat ja auch Energie, ne? Achso. Also, Kalorien und sowas meine ich. Ja, Tobi, du musst die Kantine in die Hand nehmen und dann kannst du Use Pump machen. Genau. Pump, Bitch.
Aber pass auf, dass du nicht zu viel trinkst, sonst kotzt du. Ja, genau. Aber da steht ja, ja aber, im Stuffed erst. Ja, ja, da, wenn da rot Stuffed ist, dann hör auf. Oder braun Stuffed ist schon okay. Ja, wenn rot ist, eh schon. Ja, rot darf es nicht sein, ja, genau. Ich frage mich, kann man jetzt eigentlich den Reis im Kochtopf schon kochen? Oder ja, geht das? Ich glaube schon, ja, doch, das geht, ja. Das würde ich gerne machen. Haben wir das nicht mal probiert, Dennis? Was denn, Reis? Ja, Reis, boah, das haben wir doch. Keine Ahnung. Ach nee, wir hatten gar keinen Kochtopf. Ich werde mal eben kotzen, Leute, ja? Ich habe einen Bug wegen dem Stuff. Ja, mach mal. Okay, dann. Mach bitte ruhig, mal Curry Major auf die Füße. Ja, warte. Nee, dreh dich bitte weg. Oh, ich kotze auch. Ja, ich kotze auch. Okay, kotzt mal, Jungs. Scheiße, das hört der Bronze gerne. Ja, Freund des Deep Throats. Was? Ich geh mal eben hier in die Ecke. Bleib mal da, Major. Was? Ich brauch mal was. Oh, Curry, Alter, du dreckst auch. Brunnen reingekotzt lassen. Nee, ich bin extra, ich bin extra weggegangen. Alter, also, was da raus kommt. Da kotzt er die letzte Sucuk aus, ey, ohne Scheiß. Oh, lecker trinken, dann trinke ich deinen weg. Hast du gefüllt, Tobi? Tobi, einen guten Tipp übrigens. Füll die immer auf, die Flasche, und trink die dann aus, weil wenn du jetzt immer einzeln aus dem Brunnen trinkst, dauert zu lange. Ja, das haben die jetzt aber wieder gefixt, glaube ich, oder? Ja? Ich glaube schon, ja. Außerdem hat der Major da reingekotzt, würde ich dir empfehlen. Kann man die Pet-Bottle eigentlich auch auffüllen? Ja, ja. Ja, kannst du. Ah, cool. Du kannst sie sogar mit Benzin auffüllen und dem Dennis geben. Ja. Ich finde den neuen Kompass aber nicht so geil wie den alten Major. Nee, ich auch nicht. Ernsthaft, dass du den sieht irgendwie so Major billig diesen aus, Tipp, ne? Gibst du dem Tobi? Das war nur ein Tipp. Ich meine, ich will es nicht machen, Dennis, ne? Tobi, willst du immer noch Rache? Nö, Quatsch. Ja, will dir doch nie was Böses tun, Dennis. Du willst ja nicht nachtragen, ne? Hat jemand das weiße Swing-Kit von euch? Nee, ich hab nur ein, Nee, leider nicht. Brownies. Leider nicht. Das hab ich auch. Wie kann man denn Dinge unten aus dem Inventar entfernen? Das weiße hab ich einfach, ja. Einfach anklicken nach links. Links oder rechts in die Fläche. Nicht in die Inventarfläche, sondern ganz raus. Hier, Major, das hängt da jetzt hier so. Das hängt jetzt hier. Wollte gerade sagen, was ist das denn, Bronze? Hast du den Brunnen aufgepumpt? Aufgetuned? Danke dir. Aufgepimpert, ey. Aufgepimpert, aufgepumpt. Also Tobi, dass die Klamotten immer im guten Zustand sind, du musst dir das so vorstellen, in Daisy stirbst du halt schnell, aber wenn die Klamotten, oder wenn du generell Klamotten hast, werden erstmal deine Klamotten zerschrottet und dann gehen die Kugeln in die Haut. Was hast du für eine Hose, Tobi? Okay. Ach, du hast noch eine Jeanshose an, ne? Nee, so eine grüne. Ja, was ist denn? Okay, ist das eine Jeans? Okay, der Tobi braucht ja anders Raincoat mal. Weil hier drin ist noch ein Dings, ne? Eine braune Cargo Pants. Waren das Schüsse gerade, Major? Nee, ne? Nee. Nee, ich hab nichts gehört. Das waren keine Bronze. Ein Knall oder sowas gehört. Keine Angst, Mann. Okay, ich hatte schon Angst. Sei mal ruhig. Truck, oder? Ja. Jo, ein Truck. Okay, Vorsicht. Ernsthaft, ich höre gar nichts. Doch. Nix. Ich höre den. Auch nichts. Was ist denn jetzt wieder mit seinem 5.1 so? Sei mal ruhig. Der kommt aus die Richtung, Major. Wo ich gerade hinguck. Ja. Also in der Military Base oder wie? Der Server wieder? Oh. Ich habe aber echt nichts gehört. Ja, Freunde, machen wir hier nochmal einen kurzen Cut, ne? Ja, da cutten wir mal. Bis gleich. Kacken wir mal. So, da ist der Schnitt vorbei und der Truck, der Dennis in der Ferne gehört hat, ist leider nicht mehr da. Aber wir sind immer noch hier so eine fröhliche Truppe am Brunnen, ne? Hier, Bronze, schön, guck mal. Hier, Tobi, oder? Guck mal, Bronze. Hier, Bronze für dich. Tobi, guck, ich trink nochmal einen Schluck. Kannst du nichts machen, ey. Guck dem Bronze mal in die Augen, Tobi. Nee, der ist auch ein Asiate, deswegen. Der sieht aus wie Glenn, Alter. Ja, du siehst aus wie meine neue Frau, Alter. Hey, Gott, komm mal her, doch. Komm, das hier ist unser Haus, ey. Komm, hey, Tobi, guck mich mal kurz an, Tobi. Den Stall hier? Guck mich mal kurz an, Tobi. Hier, hinter dir. Alter, guck mal, wir können nach Federn suchen. Hinter dir, Tobi. Ja, Dennis, der kommt in den Stall hier. Guck mal jetzt. Tobi, verarsche mich gerade? Ach, der bist du hier. Guck mal, hier, wofür braucht man denn die Federn? Hallo, Tobi. Hallo, Tobi. Ach, Bogen, okay. Pfeile. Pfeile, okay. Okay, gehen wir weiter, Leute. Jo. Richtung Nordwest Airfield. Major, let's go. Penis. Einfach die Straße hier weiter hoch, oder? Okay, Tobi, wir werden gleich in der Stadt ankommen. Diese Stadt, in dieser Stadt hast du die beste Performance, du hast da gefühlte 100 FPS.
Naja, wahrscheinlich ein FPS. Muss auch aufpassen, dass dein Rechner nicht aufsteht und wegläuft, ne? Also, die Stadt klingt ist gut. Sehr bekannt in DayZ, deswegen sind da auch immer 100 Leute und so. Also da sind, ganz ehrlich, das ist wie der Hotspot Bohemia, von DayZ. Genau, wie das Bohemia hinbekommen hat, Alter, das ist ja mega. Du kannst sogar mit einer alten Grafikkarte spielen. Programmierung. Ich hab irgendwie ein bisschen Angst. Oh, Zombie hängt hinter uns dran. Sehr schön, Dennis, super, das Tomato ist Dennis, so. Mann. Hey, was ist denn bei dir, Mann? Das ist nicht DayZ, sondern Dennis. Wartet mal auf mich. Das ist DayZ. Okay. Alter, warum? Zombie! Hä? Nein, Curry! Oh, okay. Wir retten dich, Mann! Noch ein Zombie. Warum hast du... Achso, du bückst dich. Major, okay. Tu es. Ja. Wow. Beschütze unseren Mann. Was ein Mann. Fight. Ich würde ihn jetzt abknallen. Tu es, Tobi, tu es doch, wenn du eine Drecksau bist! Wir sind hier zusammen in der Postapokalypse. Danke, Bronze, für das Wort. Und du tust ja nichts. Du willst deinen eigenen Mann töten, Bronze. Wie heißt der nochmal, Tobi? Das sind zwei Leute. Hi. Was? Hi. Hier, die wollen mitgenommen werden. Hallo. Hallo. You wollen mitfahren. Guck mal, der Bronze hat seine Pressweste, so weißt du. Natürlich, guck mal, wir gehen gerade mega taktisch vor, so mitten auf der Straße. Ja, ich finde, das sieht so spektakulär aus hier, ne? Diese Grafik einfach. Also ich finde, optisch ist der Sieben die Hammer. Ja. Aber die Performance... Ja, wenn die Bäume nicht gerade so plastikmäßig aussehen, ne? Also jetzt, mal Tacheles ist die Performance gerade super. Ja, mach Tacheles Gerede, pass auf gleich, dass dein Rechner nicht explodiert. Jetzt bin ich echt mega gespannt, Alter, was da jetzt kommt. Die Todesstadt, ja, kennst du doch Zelenogos, Mann. Oh, ja, City of Death, Mann, kennst du nicht? Ich hab Hunger. Leute, ich hab Hunger. Du hast Hunger? Ich hab Hunger. Ach, Tobi, du hast doch noch was zu essen, oder nicht? Ja, hier genau. Ist aus. Du bist doch jeder, weil dann ist doch was. Hier liegt bestimmt auch eine Dose, hier liegt immer was. Was? Hab vorhin in deinen Rucksack reingeguckt, da war nur Essen drin, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Nichts anderes, ey. Ja, guck mal, Tobi, wie der es direkt ausgenutzt hat und dein Inventar durchgeguckt hat. Ja, wir haben nur geguckt. Nachdem du mich gefesselt hast, Dennis. Tobi, was ist das denn? Alter, voll die geile Mütze. Will die jemand? Nee. Warum nicht? Warte mal, willst du das hier? Bronze. Ding dong! Guck mal, Bronze, ich hab was für dich, Bronze. Guck mal, Bronze, eine Banane, die kannst du dir rektal einfüllen. Ich hab für den Tobi was hier. Tobi, guck mal hier hin. Ey, der. Tobi? Du hast gerade gesagt, der soll sich die Banane rektal einführen? Hier. Was war das denn, Alter? Banane, Major? Von der Blitzbanane. Guck mal, ich hab hier was für dich. Sag mal, okay, komm. Du musst auf den Kopf, ja? Ja, okay, bleib stehen. Wow. Alter, wie die über die ganze Map geflogen ist, Alter. Wow. So, guck mal, wie verschwenderisch wir mit dem Essen hier umgehen, ne? Ah, bist du jetzt hydrated und so? Energized? Bei mir ist alles gut, ja. Weiter geht die Reise. Der Tobi ist auf jeden Fall sehr geflasht von dem Spiel, wie man sieht. Hört. Wahnsinn. Da oben. Was? Hört? Nee, doch nicht. Da oben ist ein Nilpferd oder was? Uns ist Mutterspiel auch wieder, Daisy. Curry? Ja? Willst du mal rechts hochgehen gleich, auf den Sniper? Ja. Okay, Curry, geh mal auf deine Sniper-Position. Sir, ja, Sir! Sniper, Alter, was ist denn mit den Wolken los? Warum? Wie schnell die ziehen? Ja, die haben Megaspeed. Guck mal. Njau. Genau. Der Tobi ist so nach oben gesucht. Hm? Tobi, du kannst Alt drücken einfach, ne? Dann ja, ich weiß, aber nicht, wenn ich in der Ego-Perspektive bin, Dennis. Ja, Tobi, aber... Da kannst du auch. Doch. Was bringt das? Das bringt wenig, weil du einen Rucksack hast. Also wenn du nach hinten gucken willst. Aber mit allen kannst Tobi du dich schön einen grünen Raincoat besorgen, ey. Ich finde den pinken super. Also wieso? Ach, du hast einen Raincoat an, ne? Ja, ja. Passt zu seiner Hautfarbe. Bin echt mal gleich gespannt, was der Tobi sagt, gleich wenn er in der Stadt ist. Wir nähern uns der Todesstadt. Performance der Performance. Also, ich sag mal so, 14 FPS sollten drin sein. 14? Sagt ihr 14 FPS? Ja. Warte, mit seinem VDSL hat aber 35 FPS hier. Ja. Spannend. Okay, wenn der Tobi mit Elgato aufnimmt, ist das dann noch okay, ne? Aber zum Beispiel bei mir mit Fraps, ne? Ohne Aufnahme habe ich schwierig. Da auch, ohne Aufnahme habe ich da 30 FPS oder so. Mit Fraps, 14. Bestimmt. Ja, aber das ist eine absolute Katastrophe. Ich sehe sie. Wir nähern uns dem Ziel, meine Damen und Herren. Bitte schneiden Sie sich an. Ich spiele schon die FPS-Drops. Aber hier spawnen auch ganz, ganz viele Trucks, Leute. Das wäre nice, wenn wir jetzt einen finden würden, ey.
Auch die mit der Ladefläche spawnen auch hier. Ui. Denkt dran, nimmt die Militärbasis mit da, oder wenn man ja, das Basis super, nehmen kann. Das wäre echt Hammer. Boah, Alter, ey. Bei mir geht's hier noch einigermaßen. Ja, hier geht's bei mir auch noch. Ist alles super. So, ja, kommt gleich, ne? Warum ist denn das da so schlimm in der Stadt? Einen Moment. Was ist denn jetzt los? Er stellt sich einfach hier ab. Major? Weiter, Freunde. Major ist kaputt. Major ist kaputt. Major ist gerade die Kohle ausgegangen. Wir müssen erstmal nachtanken. Nee, ich habe bei mir mal was nachgeguckt, aber okay. Ich dachte, Majors Akku, ich dachte, den müssen wir hinten an der Schnur wieder aufziehen, so weißt du. Nee, alles gut. Hier links 450 Meter, meine Damen und Herren. Ich gucke einfach die ganze Zeit nur auf den Boden, da habe ich super FPS. Da kommt die Lilie raus. Echt so, die Lilie. Und, was sagt die Stadt so? Wie viele FPS hast du? Ich sehe es leider nicht, ich nehme ja mit Elgato auf, aber es ist schon, schon geil, ey. Ich hab 19. Auf jeden Fall ein tolles Feature von DayZ, du kannst nämlich immer schön genau gucken, wo Gegner sind. Ich gucke hier links rein. Jo. Oh, die Türen sind noch zu, ne? Krass. Da rennen sie. Oh, da ist ein Zombie da vorne. Rechts von euch. Kommt jetzt auf euch zu. Jetzt braucht jemand noch eine Weste? Was denn für eine? Bronze, pass auf, ne? Eine grüne... Tobi, guck mal hier. Weste. Ja, danke. Ah, das ist nur eine Cargo Pants, schon gut. Oh, Baby. Bäh. Alter. Immer. Echt, hier ist gar kein Truck, ne? Schade. Doch, doch, pass auf. Wir gleich bestimmt. Könnten wir mal zum NW rüberdüsen da. Ja, hier, Tobi, schon wieder eine Pants, wenn du haben willst. Nee. Wir finden einfach kein grünes Westchen für dich. Atomleck 10 Sekunden, ich kann nichts machen. Mensch, dann treffen wir uns dann nachher wieder im Ausgang, ne? Genau. Alles klar. Ich hier so fett im Eingang rum, ey. Gegen AK-Max liegen wir noch. Hier, Tobi, sowas kannst du auch mal mitnehmen, Morphin oder so. Wenn du mal Schmerzen hast, dann immer rein damit, weißt du? Mhm. Ich weiß, was der jetzt vorhat, der Typ. Boah, ich will einfach nur hier raus, Mann. Okay, weiter geht's. Oh, warte mal, hier ist noch Munition. Nimm ich mal mit. Du kannst ja echt nichts machen, ne? Ach, wir stehen hier überall noch Zombies sogar. Naja, ich denke mal, da wird nicht so viel los sein bei euch. Aber man weiß ja nie. Reis. 100 Reis. Schön. Hier. Oh, Tobi, 100 Reis eine schwarze Weste. Du hast aber eine Weste, ne? Ja. Weste habe ich, ja, ja. Aber rein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wo treffen wir uns? Vorne am Tor? Und die Straße weiter hochgelaufen. Kämpfen wir mit Zombies in einer scheiß Performance. Aber okay. Boah, Alter, hier geht's richtig. Boah. Ist echt wieder schlechter geworden. Ich habe ja jetzt wieder 10 FPS oder so, glaube ich, ey. Ja, bei mir ist das aber auch hier eine absolute Katastrophe. Mit einer GeForce 980, weißt du? Ja, mit einer 970er, weißt du? Hast du so kack Performance. Geiles Ruckel. Und sowas von, ey. Alter. Ja, wir müssen hier raus, Mann, ey. Weißt du, früher hast du bei DayZ noch gegen Menschen gekämpft oder gegen Zombies, jetzt ist es die FPS. Ja, wollte ich gerade, genau das gleiche wollte ich gerade aussagen, ey. Das ist, die Bedrohungen sind echt eigentlich die FPS. Das hier, boah. Wollen wir mal hier ins Krankenhaus reingucken, wa? Hey, komm, lass hier weg, bitte, ey. Major, wo sollen denn hier die Trucks spawnen? Guck schon, die spawnen eigentlich in jeder Ecke. Hör doch auf zu schlagen. Also Tobi, wenn du einen Truck siehst, schrei laut. Schreien Sie laut dann, Tobi. Hallo? Hallo, Bonzi. Krankenhaus, brauchen Sie irgendwelche Verpflegung? Nein, danke. Krankenschwester kommt gleich. Die Krankenschwester ist ja Curry. Der ist hab ja was Medic. Für dich, Tobi. Guck ja, mal, klar. Tobi, hier. Was denn? Du, ich hab leider keinen Defibrillator. Vielleicht brauchst du das ja irgendwann nochmal. Das ist geil. Leute, guck mal, wenn die Stadt hier umgekippt ist, muss Bonzi. Hier ein Truck sein, Leute. Ja, klar. 100%. 100%, okay. Ja, wenn Mission hier Trucksuche beginnt. Da, wenn hier keiner war, dann spawnt hier 100% ein Truck. Ist das ein Persistent On-Server, Major? Keine Ahnung, du hast den Server gesucht. Ah, ich weiß es gerade gar nicht. Komm, Zombie. Alter, ich komme nicht aus der Tür raus, so schlimm ist das mit den Trains. Das ist so. Ah, klar, jetzt blute ich. Nein, Major, du darfst nicht verbluten. Halte durch, mein Freund. Ach, also, guck mal, wie die Zombies wegen der Performance durch mich durchglitschen, so, weißt du. Oh, Mann, ey. Ja, wir müssen hier raus, Mann, ey. Geradeaus, jetzt durch, hier kommt.
Kämpft euch durch, Jungs. Ich bin am Ende der Stadt gleich. Ich sehe aber keinen Truck. Aber das kann einfach nicht sein, wenn hier keiner war. No Truck. No Truck. No Truck. Polizeistation, ey. Ja gut, eigentlich haben wir alles, ne? Ja. Garagen brauchen wir auch nicht, Major, ne? Nicht gerade. Wir haben eigentlich alles, ne? Ja, eben. Ja, dann gehen wir mal weiter hier. Einfach ja, weiter die Straße weiter hoch, in unser oder? Ziel. Aber einen Truck gibt es hier, wie gesagt, nicht. Also ich habe jetzt hier auch in den Seitenstraßen geguckt und alles. Ich habe mal hier 6 Trucks auf einmal gefunden, Mann. Boah, was? 6 Trucks? Ja, die spawnen Trucks ohne Ende, Mann. Also hier ja, aber die wurden wahrscheinlich dann dahin gefahren, oder nicht? Also. Nein, guck mal, die waren im Truck, Alter. Ein schöner Truck. Guck mal, die haben bestimmte Spawnpunkte gehabt. Hör mal auf. Okay. Ja, ja. Die werden getrailt, die Silos. Bin bei der Kirche. Seid ihr? Hier ist die Straße rausgegangen, ne? Und dann Getreidesilo. Weiter hoch, Dennis, weiter hoch. Ja. Bronze, du bist ein Kleid für dich, Tobi, hier. Ein Kleid? Bronze, cool. Zu der Tankstelle, okay? Schade, ey, dass wir keinen Truck gefunden haben. Ah, hier ist auch nichts, ne? Dennis? Aber wahrscheinlich wäre dann... Obwohl, spawnt auch der Neue hier, das ist egal, glaube ich, ja, ne? Ja, Leute. Spawnt auch der Neue. Ja, hier links rüber dann, Major, war das, glaube ich, ne? Bleib bei den Getreidedingern. Okay, okay. Ja, da können wir uns ja auch mal hier verabschieden von unserer langen Reise für heute. Und dann denke ich mal, dass... Leute, da steht ein Spieler. Wo? Hier steht ein Spieler, Mann. Ich glaube, der ist hier gerade eingeloggt. Wo? Ja, wo denn? Ah, da steht hier auch ein einfach Truck, seht ihr? Steht hier da einfach auf dem Platz. Einfach auf dem Feld, Leute, was mache ich mit dem? Töten. Hallo? Was da, Dennis, wo was steht da ein Truck? Ach, da hinten, ja, krass. Ja. Ah, ich sehe den Spieler. Ich schieße den doch jetzt nicht ab, Alter. Wo? Hallo. Wo ist der denn? Da vorne? Major, guck mal, ich kann das nicht look. Ich mach Q und E, Leute. Ja, der Major muss gucken, der hat einen Sniper. Die sind alle beim Getreidesilo draußen. Zombie. Vorsicht. Zombie. Ach, da einer. Hä? Curry, wo bist du denn gerade? Jetzt leckt der gerade rum. Ich bin töte den Curry, Alter. Nee, warum soll ich den abschießen, Mann? Der hat nicht mal die Waffe draußen. Rede doch mit ihm gleich. Der hat nicht mal eine Waffe. Wollen wir mal zu dem hin? Der läuft jetzt weiter. Geh mal zum Truck. Ja, wir gehen mal zum Truck, komm. Der ist hier gerade frisch gespawnt einfach. Der stand hier mitten auf dem Feld. Ist das ein Noobie oder was? Nee. Mountain Backpack und allem. Und ein Helm und sowas. Aber der hat keine Waffe, oder? Ja, das ist einfach die Straße weiter hoch. In der Ortsausgang ein bisschen hinter der Tankstelle. Ein bisschen weiter hoch schon die Straße. Aber leider kein Truck mit Transportfläche. Die Tannenreihe. Rechts von der Straße hoch. Was? Da steht ja einfach so der Truck rum, Alter. Hä? Aber nicht unser, den wir wollen. Nee, achso, da steht so ein Zweier-Truck, oder was? Jo. Ja, aber... Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass man hier auch die... Ja, der läuft auf jeden Fall in Richtung Straße, Leute. Wenn ihr jetzt weiter hochlauft, dann kommt ihr den genau entgegen. Welche Straße, Körer? Es gibt zwei Ausgänge. Die Straße, wo die Tankstelle ist. Aber nicht, wo wir herkamen, ne? Ach, nee. Die Tankstelle ist, die ist ja dann noch drüben. Komm, ich fahr mal eben zu dem, da kann mich eh nicht rausschießen. Ja, ich fahr mit dem. Nee, der hat ja nicht mal seine Waffen draußen. Der läuft ja einfach. Der rennt ja noch nicht mal. Ich laufe einfach mit dem mit, das interessiert den gar nicht. Halt ihn mal an, wir sprechen mal mit ihm. Ja, los geht's. Warte mal kurz die Effekte runter. Ja, wir kümmern uns hier um die Zombies, Mann. Boah, Alter, ey. Vorsicht, nicht davor laufen. Ich überfahre die. Major, der Trucker. Ja, der Bronze macht das schon. Komm, wir fahren. Okay, wir sind jetzt gleich an der Tankstelle. Der ist jetzt gleich direkt an der Tankstelle hier. Wir laufen hinterher, Mann. Mann, noch ein kleines Highlight. Boah, was eine geile Folge, ey. Ein Battle und was sind die alles? Ein glitschender Truck hier. Tobi befreit. Ah, ich höre euch. Major, dein Ernst? Ich hab's gar nicht gesehen, sorry, Mann. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Der volle Wucht gegen Vorfahrtsschild hier. Boah, die Performance. Läuft gerade weiter die Straße rüber. Alter. Ich seh ihn, jo. Major, schaffst du das heute noch oder wie ist das? Was geht denn mit ihm, Mann? Warum läuft er hier lang?
Und warum so langsam? Weil zum NW geht oder so. Ja, aber hier läuft er doch total falsch. Ja, wo ist er, Dennis? Links, glaube ich, oder? Links, da oben links, 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 ja, links, ja. Da oben auf dem Hügel, oder? Ja, wir rennen hier beide lang, genau. Läuft er zu dieser Scheune. Oh, Zombie. Jetzt genau geradeaus, Major. Rechts im Hügel hoch. Warte, ich mach mal gerade den Zombie. Rechts hoch, Major. Den Hügel hoch. So, ja, ja. Ich kann das so schlecht sehen, weil bei mir wackelt das Bild wegen these things, weißt du? Da. Ja, ja, ich sehe. Halt den mal an. Sag mal, der soll stehen bleiben, Glory. Wait, 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 wait. Stopp, bleib mal stehen, Major. Schau mal, ob der friendly ist. Ja, sicher ist er friendly. Ja, kannst du ja mal Hallo sagen. Der noch nette Spieler vielleicht. Mal mit ihm, Curry. Hallo, hört man mich? Hallo? Hallo? Nee, ich glaube, ich habe dich auf stumm gestellt. Oh, ich muss eigentlich noch. Hallo? Curry? Ja? Okay, mich hört man, ich dachte schon. Ach, du bist deutsch. Der Lurch. Ja. Was machen Sie denn hier? Ganz in der einsamen Zwischen Welt. Waffen, ne? Alter, pack die Waffe weg, Mann. Ja. Wir suchen noch ein Maskottchen. Haben Sie Lust? Wofür ein Maskottchen? Ja, sehen Sie den Mann da mit der pinken Jacke, der sucht jemanden für sexuelle Dienste. Ach nee, danke. Alter, Tobi. Seid zu viert, ne? Leicht. Fünf. Warum sogar. Fragst du? Ja, dann weiß ich auch, glaube ich, gerade schon, wer ihr seid. Was? Seid. Ja. Wie bitte? Nochmal, wiederhol mal, du bist abgehakt gewesen. Dann weiß ich jetzt schon, glaube ich, wer ihr seid, weil ihr zu viert seid. Wer sind wir denn? Müsste der Dennis sein? Halt. Dann der Major und der Bronze. Woher weißt du das? Weil ich deine Stimme erkenne. Und wer ist das da im Pinken? Rede mal, Tobi, in Game. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Was? Geheimnisvoller Mann. Mal bitte. Da kennst du mich halt nicht, ist okay. Kann ich mit leben. Der Turbinator. Ah, okay. Ja, okay, pass mal den auf. Den habe ich überlesen. Du bist doch sicherlich alleine hier unterwegs, oder? Warum spawnst du denn hier in dieser Pampa? Was machst du denn hier? Oh, Alter. Ich hatte mich hier das letzte Mal ausgelockt. Okay. Also du bist ein guter Mann, ja? Du tötest niemanden, zumindest nicht uns. Dann können wir dich ja weiterziehen lassen, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Hast du, ja, dann kannst du ja, dann können wir dich ja weiterziehen lassen. Brauchst du irgendwas? Essen oder sowas? Nö, ich hab alles soweit. Ich bin voll ausgerüstet. Er hat keine Waffe, ne? Aber du hast keine Waffe, oder? Ja, es kann auch nur so aussehen. Der hat eine Waffe, doch. Oh, schön. Ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Aufenthalt in Generous. Bitte töte niemanden, sei ein freundlicher Mensch. Und grüßt einfach mal die Zuschauer, der Lurch. Ja, schönen guten Tag da draußen. Ja. Achso, du kannst den Truck auch haben, wenn du willst, ne? Stimmt, den lass dich nicht von Zombies beißen unterwegs. Ich hab den Truck, guck, ob ich ein paar Spieler töten kann, die mir unfreundlich sind. So muss das. Guck, weil ich kenne das ja bei euch. Hier werde ich auch immer hinterrücks abgeknallt. Ja, ja, das. Aber gerade haben wir auch welche ausgeschaltet. Hier nimm dir den Truck und kannst losdüsen. Brauchen wir nicht. Ich laufe weiter, das ist immer angenehm, als mein Truck ist zu auffällig. Stimmt. Ja, dann wünschen wir dir noch viel Spaß, Alter. Danke. Und schön, dass du. Ja, euch auch. Dass du nicht geschossen hast, ja. Der Curry hat dich aber schon die ganze Zeit verfolgt. Also wenn, dann hätte er dich schon längst abknallen können. Muss am besten mal gucken, wo du dich ausholst. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja. Okay. Ja. Alles dann klar. Bis dahin, der Lurch. Tschüss. Ciao. Ey, lass mal hier dann die Folge beenden auch, oder? Ja, dann verabschieden wir ich uns mal. Ich fand den irgendwie süß, weiß nicht. Ja. So, ich fand den irgendwie voll knuffig. Auch mal freundliche Leute hier in der Welt. Ja, das ist doch schön. Cool, ja. Aber dass die uns vorne zieht, guck mal, der läuft einfach voll gemütlich über die Weide, so. Das macht er schon die ganze Zeit. Mann. Hammer. Doch, ja. Er zieht von dannen. Ein einsamer Wolf. Und da kommt ein Zombie. Den schlag ich weg, Mann. Oh, nee, den snipen wir weg, oder? Nein, Mann. Ich spring jetzt voll in den Zombie rein. Und ob Curry das überleben wird, weiß man nicht. Alter, der läuft, was macht der da? Der ist stehen geblieben, der Typ. Ja? Ich rette dich! Yes! Oh, voll gerettet, Mann. Jetzt ballert er den Curry von oben. Wäre irgendwie cool. Dankeschön. Ja, eine längere Folge.
Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Daisy Standalone und wir begeben uns, mal schon in Curry-Modus, geben uns dann Richtung Nordwest Airfield mit dem Tobi, mit dem Major, mit dem Bronze und dem Curry und meine Wenigkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und schön, dass es noch den ein oder anderen freundlichen Spieler gibt, der Lurch. Sei gegrüßt und haut sich da erstmal auf der Weide was rein, ganz ruhig. Ja. Bis dahin, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, macht doch einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen und unbedingt beim Tobi vorbeischauen, beim Curry, beim Major und natürlich beim Ollen Bronze. Bis dahin, danke, ciao. Tschüss.